Westküste FM, der Buchtipp. Heute von Gabriele Scheller. Lucy Wine, 7 Männer später. Das Buch ist im Ullstein Verlag als Taschenbuch erschienen. Es hat 432 Seiten und kostet 11,99 Euro. Die Buchbesprechung kommt von Frau Annika Laurich, einer Mitarbeiterin von uns. Esther ist fast 30 und mit ihrem Leben eigentlich ganz zufrieden. Ihr Job bereitet ihr unglaublich viel Freude und sie lebt mit ihren besten Freundinnen Bibi und Luise in einer WG voller Spaß. Doch es fehlt dieser eine ganz besondere Mensch in ihrem Leben. Ein schlechtes Date nach dem anderen lässt sie allmählich verzweifeln. Doch dann stößt sie in einer Frauenzeitschrift auf einen Artikel, der des Rätsels Lösung zu sein scheint. Die Kernaussage dieses Artikels: Jede Frau führt in ihrem Leben bis zu 7 verschiedene Arten von Beziehungen. Eine davon ist die große Liebe. Etwas albern, oder? Findet Esther auch. Dann fällt ihr allerdings auf, dass sie diese 7 Beziehungen alle schon hatte. Sie lauten: die erste Liebe, die Arbeitsaffäre, Freundschaft plus, die verpasste Chance, die ernsthafte Beziehung, der Seitensprung, das Arschloch. Einer dieser Männer muss wohl der Richtige gewesen sein, die ganz große Liebe. Mehr scheint das Universum für sie nicht bereit zu halten. Was tut sie also? Ein nach dem anderen geht Esther ihre Verflossenen durch, prüft sie erneut auf Tauglichkeit, immer an ihrer Seite ihre Mitbewohnerinnen und besten Freundinnen Bibi und Luise. Und natürlich wir, die Leserinnen, denn zu jeder Beziehung gibt es Rückblicke in die Vergangenheit, sodass man auch die Entwicklung von Esther und dem jeweiligen Partner bis in die Gegenwart gut nachvollziehen kann. Das macht die ganze Geschichte sehr authentisch. Witzig und chaotisch ist sie sowieso. Auch wenn man selbst vielleicht nicht alle 7 Arten Beziehungen hatte, so kommt einem doch einiges bekannt vor. Mir hat 7 Männer später viel Freude bereitet und mich sehr an Sex and the City erinnert. Ich war wieder 17, nur dass ich statt Carrie, Miranda, Samantha und Charlotte nun Esther begleitet habe und mich bei jedem neuen Mann fragte: Ist er es? Ist er der Richtige? Ob und welcher Mann sich als der eine entpuppt, das müssen Sie natürlich selbst lesen. Ich wünsche viel Spaß dabei.